Wir befinden uns heute im Planfeststellungsabschnitt 3, konkret südlich des Bahnhofs Marlow. Wir werden in diesem Jahr im Zuge des Wiederaufbaus der Dresdner Bahn einen großen Meilenstein erreichen. Dazu gehört zum 17.04. die Wiederinbetriebnahme der S-Bahn im Bereich Marlow bis nach Blankenfelde. Damit steht die S-Bahn den Fahrgästen nach fast einem Jahr der Sperrung wieder zur Verfügung. Wir stehen hier am ehemaligen Bahnübergang der Trebbiner Straße im Bahnhof Marlow. Der Bahnübergang wurde in den letzten anderthalb Jahren mit zwei höhenfreien Kreuzungen ersetzt. Das heißt, ein Tunnel für Fußgänger und Radfahrer wurde erstellt, sowie der hier befindliche Tunnel für den Kfz-Verkehr. In den letzten Monaten konnten die beiden Ingenieurbauwerke im Bereich der S-Bahn bereits fertiggestellt werden. Wir haben weiterhin das S-Bahn-Gleis zwischen Marlow und Blankenfelde nahezu fertiggestellt. Dies war wichtig, weil wir das S-Bahn-Gleis in westliche Lage verlegt haben, um jetzt im Anschluss die Fernbahn hier auf dem vorhandenen Damm wieder aufbauen zu können. Bis zur Inbetriebnahme der S-Bahn am 17.04. liegt noch viel vor uns. Dazu gehört unter anderem, dass wir die kompletten Gleisanlagen im Bereich der Ingenieurbauwerke noch fertigstellen müssen. Wir müssen noch Lärmschutzwände errichten, Signale bauen sowie die komplette Verkabelung und Abnahmetätigkeit. Wir befinden uns hier am Kreuzungsbauwerk der Dresdner Bahn mit dem Berliner Außenring, wo auch gerade der Güterzug verkehrt. Wir haben in dem letzten Jahr einmal komplett das Kreuzungsbauwerk zurückgebaut und in neuen Dimensionen dann ergänzt um die beiden Fernbahngleise wieder aufgebaut. Das Ingenieurbauwerk selbst wurde in den Sperrpausen Oktober und November letzten Jahres weitestgehend fertiggestellt. In der Folge haben wir im ersten Quartal die Gleisanlagen an das neue Bauwerk angeschlossen und sind jetzt auf dem Weg zur Inbetriebnahme am 17.04. Wir werden uns im Wesentlichen jetzt darauf konzentrieren, die Gleise fertig zu bauen und die technische Ausrüstung entsprechend nachzurüsten. Zu unterscheiden ist das Kreuzungsbauwerk mit dem Berliner Außenring vom Kreuzungsbauwerk der Marlower Kurve. Die Marlower Kurve besteht aus zwei neuen Gleisen. Das eine wird ebenerdig und das andere mit einem Tunnel unter die Dresdner Bahn hindurchgeführt. Denn die Marlower Kurve wird die Verbindung zwischen dem Berliner Hauptstadtflughafen und dem Berlin Hauptbahnhof darstellen. Wir befinden uns hier im Bahnhof Blankenfelde, konkret in der neuen Eisenbahnüberführung, die den ehemaligen Bahnübergang im Bereich des Tunnelweges ersetzt. Die Errichtung dieses Ingenieurbauwerks hat Ende 2021 mit der Herstellung der Hilfsbrücken, unter dessen Schutz in der Folge das Ingenieurbauwerk hergestellt wurde, begonnen. In 2022, mit Beginn der S-Bahn-Sperrung, wurde das komplette Bauwerk im Bereich der S-Bahn zurückgebaut und mit einem neuen Ingenieurbauwerk wieder aufgebaut. Sobald die S-Bahn den Fahrgästen dann hier in Blankenfelde wieder zur Verfügung steht, wird die Regionalbahn vollständig gesperrt, um den Bahnhof Blankenfelde einmal zurückzubauen und mit komplett neuen Gleisanlagen in diesem Jahr wieder aufzubauen. Für den Umbau im Bereich der neuen Verkehrsstation wird auch der Bahnübergang der Karl-Marx-Straße beseitigt und mit einem Tunnel ersetzt. Wir bedanken uns bei allen Fahrgästen und Anwohnern, die hier insbesondere im Bereich Blankenfelde von der längeren Sperrzeit betroffen waren.